Heise und Konnichiwa, hier ist wieder euer Keanu zurück mit Let's Play Metroid Prime. Und ja, ich habe einmal nachgesehen, wo ich lang muss, nur damit ich kein Part vergeude. Und ja, wir dürfen das machen, was wir vor zwei Parts gemacht haben. Mehr oder weniger. Ihr erinnert euch ja noch an den Aufzug, der uns wieder zu Talon Oberwelt gebracht hat. Genau, da dürfen wir wieder hin. Yay, also habe ich wirklich vor zwei Parts, der Part war mehr oder weniger Verschwendung. Verschwendete Zeit von mir und von euch. Naja, egal. Gut, dann gucken wir mal, wie wir da dann weiterkommen. So, flop. Hopp. Dass ich bisher übrigens noch nie den drei Bombenwitz von Rüdiger gebracht habe. Wegen kaputt gehen lassen. Zack. Na. Das war ja gut. Das schalte ich von hier aus aus. Andere sehe ich nicht. Oder ist die das? Nein, ist sie nicht. Au, wow, 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 wow. Renne ich jetzt so rüber. Ah, Headset rutscht mir wieder vom Kopf. Okay, gut. Also wieder mal backtracken. Wir backtracken das Backtracking. Ja, super. Badabam, bam, bam. Euch habe ich schon erwartet. Jetzt rüber und nochmal rüber. Gut. Da. Ein Treffer und noch einer. So, nein, 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 lass. Boah, wie fies. Ja. Wie fies war das denn? So. Und rein da. Mal eben ganz schnell hier durchrollen. Da muss ich nicht. Ich muss hier lang. Und hopp. Intelligenzen. Intelligenzen. Intelligenz, Keanu. So, da, da. Bumm. Und bumm. Und hoch da. Einmal auf der Schiene und dann sind wir auch schon bald am Aufzug. Und zwar genau jetzt. So, dann nur noch hier rein. Und dann dort oben schauen, wie es weitergeht. Ich habe nur gelesen, dass wir hier hin müssen. Allerdings nicht, was hier genau zu tun ist. Wir suchen uns einfach mal unseren Weg. Weg. Da wieder. So, diese Teile lassen wir mal auch in Ruhe. Den Weg entlang. Normalerweise verschwinden sie immer, wenn sie nicht zum Gegner hinkommen. Aber jetzt bleiben sie da. Ihr seid ja auch schlau. Und wow. So.
Wie gesagt, da komme ich nicht hoch. Es bleibt mir nur dieser Weg hier. Stirb. So, sind wir hier wieder. Das ist der einzige Weg, den ich sehe, der Sinn machen könnte. Haben wir schon. Dort sind wir noch gar nicht lang gegangen. Fragt sich nur, wie wir. Okay. Fragt sich nicht, wie wir darüber kommen. Der Weg dahin ist über uns. Fragt sich, wie wir dahin kommen. Dort hoch. Ja, selbst der Charge Beam bringt nichts. Haben wir nur das Terminal. Autsch. Gehen wir mal zurück, da wo das Schiff war. Oder immer noch ist. Vielleicht finden wir da ja noch irgendwas. Ist irgendwas Neues. Eine Rampe oder so. Sieht aber eher nicht danach aus. Nein. Okay. Ja, komm. Geh mir nicht auf den Zeiger. Also wir müssen definitiv hier hin, nur zur Frage, die Frage lautet auch, wie intelligent kann ich eigentlich sein? Nein. Was für eine Tür? Von was für einer Tür wird hier andauernd gesprochen, ey? Natürlich kann ich die Tür mit dieser Waffe öffnen. Zwar so. Okay. Du bist ja schlau. Hab ich doch schon geguckt. Seit wann bekomme ich Tipps? Das Spiel hat wohl Mitleid mit mir, weil es merkt, ich bin ein Idiot. Für mich ist Gebilde. Wo ist denn hier eins? Ich habe keins gefunden. Oh, you must be kidding. Wow. Ich habe kleine Rampen und keine riesengroßen. Ach. Moment. Hä?
Aha. So langsam beginne ich zu verstehen, wie das funktioniert. Aber nur so langsam. Nein, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Flop. Flop. Nochmal. Komm, da ist unten. Da ist keine mehr. Okay. Haben wir dich schon? Ja. Sieht ein bisschen anders aus. Mit der Farbgebung. Jetzt sind wir hier. Hoppa. Nicht wieder darunter. Was heißt wieder? Auf jeden Fall nicht darunter fallen. Und hier haben wir ein neues Power-Up. Space Jump Boots erhalten. Bitte B drücken, um zu springen. Um während des Sprungs einen zusätzlichen Sprung mit dem Space Jump Boot zu machen, bitte erneut B drücken. Sehr schön, jetzt haben wir einen Doppelsprung. Ein paar neue Möglichkeiten eröffnet uns das doch. Nun. Wie zum Beispiel die Möglichkeit, hier rüber zu kommen. Und hier waren wir tatsächlich auch schon. So, jetzt will ich aber erstmal... Ach, schade. Ich will das mal kurz zwischenspeichern. Ja, bitte. Danke. So, jetzt kommen wir auch... wieder ein bisschen weiter. Okay. Dann wollen wir doch direkt mal gucken, ob wir da hochkommen. Immer noch nicht. Ich brauche wohl Space-Space-Boots-Jump-Dinger oder wie auch immer. Ach nee, ich muss wahrscheinlich einfach nur hier rum. Okay, was haben wir hier? Ach so, nur ein Weg, um zu der Tür zu kommen, wahrscheinlich. Jop. Was seid ihr denn für Dinger? Mal wieder Skenny, Skenny. Au. Au. Sperrsämling, Mischwesen zwischen Pflanze und Tier. Der Sperrsämling ist nur wenig erforscht. Er besitzt sowohl pflanzliche als auch tierische Merkmale. Jedes Mal, wenn ich irgendwas scanne, muss ich anfangen zu gähnen. Kennzeichen für ihn ist, dass er zu seiner Verteidigung Rückenstacheln abschießt, falls er sich bedroht fühlt. Zu Recht. Ihr don't slowed mich down. Ihr don't slowed mich down. Einschlagkrater. Ah, ist auf jeden Fall eine Karte. Die Musik hat aufgehört. Das ist keine Karte? Okay. Verschlüsselte Daten der Weltraumpiraten dekodiert. Eintrag 10.308.0. Die vorliegenden Berichte der Erkundungsteams beschreiben eine betagte Konstruktion, die von einer fremden Zivilisation auf Talon 4 errichtet wurde. Untersuchungen ergaben, dass diese Konstruktion ein Kraftfeld aufbaut. Dieses Feld verhindert den Zugang zu einer außergewöhnlich starken Energiequelle, die sich im Inneren eines Kraters befindet.
Das wissenschaftliche Team geht davon aus, dass dieses Kraftfeld seine Energie aus mehreren fremdartigen Shoso-Artefakten bezieht. Es gelang uns, mehrere dieser Relikte habhaft zu werden, welche gegenwärtig auf das Gründlichste studiert werden. Da das Kraftfeld unser Vorhaben bezüglich einer Energiegewinnung auf Talon 4 behindern könnte, müssen wir es möglichst schnell zum Zusammenbruch bringen. Sollte dazu die Vernichtung der Shoso-Artefakte notwendig sein, so werden wir diese vornehmen. Okay. Wupsa. Wieso gefällt mir dieser Gang gerade nicht? Was ist das denn hier? Sieht aus wie eine Kampfarena. So. Ich wette, gleich werde ich wieder gähnen. Ich spüre es nämlich. Unser ständiger Begleiter inmitten unseres wahr gewordenen Albtraums, den Kampf gegen die unnachgiebige Finsternis, ist ein Licht, das wir deutlich sehen. Dieses seltsam vertraut wirkende Licht strahlt Zuversicht aus. Es verjagt die von der großen Seuche hervorgebrachten Schatten und reinigt jenes, was von Gift getränkt ist. Doch ist es seltsam, gelenklich erwächst aus dem Licht die Gestalt einer Frau. Von brennender Intensität sinkt das Leuchten aus dem All herab, um sich kurz darauf wieder in das tiefsatte Schwarz zurückzuziehen, aus dem es erschienen ist. Wenn sich diese Prophezeiung erfüllt, wenn das Licht niederkommt, dann hat die lange Wache der Shoso ein Ende gefunden. So, und da haben wir noch was. Ein neuer Eintrag wurde in die Datenbank des Bereichs Shoso vorgenommen. Shoso-Inschrift entziffert. Die Eindämmung der großen Seuche. Diese Aufgabe wurde den Shoso zuteil und wir werden uns dieser Bürde nicht entziehen. Selbst wenn wir die Qual und Pein mit dem Land und seinen Kreaturen teilen müssen. Unser Wille fließt ein in die 12. Jene Artefakte, die durch ihre Zusammenkunft das Schloss bilden, um das unbeschreibliche Übel in den Tiefen dieses Planeten einzuschließen. Dieser Riegel muss jeden trotzen, der versucht, ihn zu brechen. Um die Kraft dieses Siegels zu bewahren und um es vor jenen mit niederen Absichten zu schützen, werden wir die Artefakte über das ganze Land verteilen und sie so neugierigen Blicken entziehen. Das Schloss soll niemals geöffnet werden, bis hin zu dem Tage, an dem diese Katastrophe ein endgültiges Ende findet. Oh. Aber ich würde sagen, wir sehen uns erst beim nächsten Mal hier weiter um. Das war euer Keanu mit Let's Play Metroid Prime. Ich kam gerade nicht auf den Namen des Spiels. Bis zum nächsten Mal. Ciao.